Servus zusammen, heute bei Bauerskills Sonntag eine kleine Tipp zum Thema Schlittschuhe binden. Das Schlittschuhlaufen ist schwer genug, ihr müsst euch eine Chance geben, gut laufen zu können. Sehr wichtig ist, dass wenn ihr die Schlittschuhe bindet, dass die Ösen eine parallele Linie zueinander bilden. So, wie ihr hier vielleicht sehen könnt, diese Öse hier bilden eine schöne parallele Linie. Diese Öse hier bilden eine leichten V. Bei manchen Kindern ist es sogar viel krasser ausgeprägt. Ich weiß nicht einmal, wie die das hinbekommen. Vielleicht haben die Schlittschuhe nicht gescheit gebacken davor. Oder vielleicht habe ich diese Schlittschuhe mittlerweile so oft richtig gebunden, dass sie diesen Form behalten. Auf jeden Fall, wenn du so einen V hast, dann wirst du sehr viel wackeln in deine Schlittschuhe. Einige sagen, ich mag es locker. Locker ist eine Sache, aber ein riesen V ist ein No-Go.